Es gibt eine Aktion, die heißt Alle für Kalle und diese Kampagne rollt durch die ganze Republik. Seit 32 Jahren wohnt Karl-Heinz Gehrig in seiner Wohnung in der Kölner Innenstadt. Dann sollte er raus. Eigenbedarf hieß es. Und kurz darauf stand die Wohnung im Internet. Luxussaniert, teuer. Ein Fall, der typisch ist. Das einfache Leben hat in den Cities keinen bezahlbaren Platz mehr. Doch Kalle will die Kündigung nicht hinnehmen. Und auch die Nachbarn kämpfen für Kalle. Das geht mir schon nah, muss ich schon sagen. Das ist Wahnsinn. Was natürlich auch für mich heißt, das ist ein Problem, was viele betrifft. Und ich wollte ein Zeichen setzen, diesen Protest. Das hat mich wirklich umgehauen, dass es geklappt hat, die Räumung zu verhindern. Dieses Viertel ist mir ins Herz gewachsen. Ich meine, ich habe natürlich diese Entwicklung mitbekommen. Die letzten 10 Jahre, wo sich die Immobilienpreise hier verdoppelt haben, und Leute sich das auch dann nicht mehr leisten können. Und wenn neu vermietet wird, wo man teilweise bis zu 17 Euro den Quadratmeter. Wenn das so weitergeht, dann wird hier auch ein Ghetto entstehen. Ein anderes, ne? Nur noch die Reichen und Schönen wohnen hier. Und die anderen drumherum. Das wollen wir doch nicht. Hier soll doch alles leben. Die Oma soll hier wohnen mit ihrer Rente. Das gehört doch zum Leben. Wenn hier nur noch die Juppies wohnen und die dicke Kohle haben und mit dem Porsche um die Ecke kommen, also... Es kann nicht falsch sein, dieses Problem öffentlich zu machen, dass die Leute darüber reden, dass man vielleicht in den Parlamenten mal umdenkt, mal denkt, da müssen wir jetzt wirklich was machen, die Milieus oder die Viertel, die Innenstädte zu schützen. Das ist ja ein Trend, der ja schon lange ist. Und, wo soll der denn hingehen? Ja, dass hier demnächst nur noch die Reichen wohnen und die anderen nur noch zum Arbeiten in die Stadt fahren. Das soll nicht sein.